In den Tiefen des Weltalls gibt es Planeten, die fremdartiger sind, als Science-Fiction-Autoren es sich jemals hätten ausmalen können. Und nun haben Wissenschaftler erstmals die Gelegenheit, diese unbekannten Welten jenseits unseres Sonnensystems zu entdecken. Welten, in denen Eis kochend heiß ist und wo es Eisen regnet. Welten unerforscht, unberechenbar und ganz anders als alles, was wir kennen. Und irgendwo inmitten dieser eigenartigen neuen Welten hoffen Wissenschaftler, die größte aller Entdeckungen zu machen, einen Planeten wie unseren. Sie suchen eine neue Erde. 35 Sekunden. Hydraulics go. Storage tank press closed. Es ist der 7. März 2009. Later, GN2 pressure go. Go. Diese Trägerrakete vom Typ Delta II durchläuft letzte Tests vor dem Start. Es ist der Beginn einer extrem ehrgeizigen Mission. Das auf den Namen Kepler getaufte Weltraumteleskop macht sich auf die Suche nach erdähnlichen Planeten im Sternbild Schwan, einer Ansammlung von ca. 100.000 Sternen. Der Start des Teleskops ist zugleich das Ende aufregender Vorbereitungen, die mehr als 10 Jahre zuvor begonnen hatten. Und zwar mit einer der bedeutendsten wissenschaftlichen Entdeckungen aller Zeiten. Es ist das Jahr 1995. Der Schweizer Astronom Michel Major und sein Team beobachten die Sterne im Sternbild Pegasus. Die Beobachtung der etwa 50 Lichtjahre entfernten Sterne scheint eine Routinearbeit zu sein. Doch dann zeigen die Instrumente etwas Unerwartetes. Einer der Sterne verhält sich anders als erwartet. Wir entdeckten, dass sich die Radialgeschwindigkeit des Sterns zyklisch veränderte. Welche Kraft ist stark genug, um einen Stern von der Größe unserer Sonne aus dem Gleichgewicht zu bringen? Majors Antwort ist revolutionär. Ein Planet. Nie zuvor wurde ein extrasolarer Planet entdeckt, ein Planet außerhalb unseres eigenen Sonnensystems. Planeten aufzuspüren, die um andere Sterne kreisen, ist schwierig, weil das schwache Licht des Planeten im kräftigen Leuchten des viel helleren Sterns untergeht. So unwahrscheinlich seine These damals auch schien, Major vertraut den Daten und ist überzeugt, dass die Gravitationskraft eines Planeten die Bewegungen des Sterns verursacht. Als ich Michel Majors These las, war ich sehr skeptisch. Man hatte schon oft fälschlicherweise geglaubt, dass ein Planet einen fremden Stern umkreist, und ich dachte, geht das schon wieder los? Ich beschloss also, den Stern 4 Nächte in Folge zu beobachten. Und tatsächlich, er taumelte, genau wie Michel Major gesagt hatte. Michel Major und sein Mitarbeiter Didier Queloz geben ihre Entdeckung bekannt. Unter Wissenschaftlern gilt dies als Sensation. Sie haben als erste reproduzierbare und nachweisbare Belege für einen Planeten geliefert, der einen sonnenähnlichen Stern umkreist. Der Planet erhält die offizielle Bezeichnung 51 Pegasi b, aber sein Spitzname lautet Bellerophon, nach dem Held, der in der griechischen Sage das geflügelte Pferd Pegasus zähmte. Der zentrale Stern bringt die Oberfläche von Bellerophon praktisch zum Glühen, etwa 982 Grad Celsius. Er ist fast 150 Mal schwerer als die Erde und ähnelt in seiner Beschaffenheit wohl eher einem Gasriesen wie dem Jupiter. Ein Gasriese ist ein Planet, der vor allem aus Wasserstoff und Helium besteht. Aber im Inneren sind die Gase solchem Druck ausgesetzt, dass sie kaum noch Ähnlichkeit mit Gasen haben.
Es handelt sich um eine neue Planetenklasse, die es so in unserem Sonnensystem nicht gibt. Sie erhält den Namen Hot Jupiter. Bellerophons Atmosphäre ist wegen der hohen Temperaturunterschiede extrem windig. Das heiße Sternenlicht heizt die Gase auf und lässt sie aufsteigen. Von oben sinken kühlere Gasschichten rasch nach unten, wie auch auf der Erde. Der Wind strömt wahrscheinlich mit mehreren tausend Kilometern pro Stunde um den Planeten. Wegen der Hitze kann kein Wasserdampf existieren. Das heißt aber nicht, dass es hier nicht regnet, wenn auch in einer anderen Form. Es ist viel zu heiß für Wasser oder Regenwolken. Die Wolken sind hier aus Eisen. Eisendampf entsteht bei deutlich höheren Temperaturen als Wasserdampf. Nur ein Zeichen, wie chaotisch das Wetter auf 51 Pegasi b wohl ist. Am Himmel des Planeten bewegen sich vielfarbige Schleier. Aufgeladene Teilchen der Sonne formen sich zu Polarlichtern, die deutlich sichtbarer als die uns bekannten Polarlichter sind. Aber diese neu entdeckte Welt hat noch eine weitere, einzigartige Eigenschaft. Bellerophon kreist in gerade einmal 4,2 Tagen komplett um seine Sonne. Das ist eine sehr kurze Zeit, um einen Stern zu umrunden. Die Planeten unseres Sonnensystems brauchen alle wesentlich länger. Damit werden althergebrachte wissenschaftliche Auffassungen zur Entstehung von Planeten in Frage gestellt. Diese kurze Umlaufzeit war uns ein Rätsel. Dann wachte ich eines Nachts auf und sagte, also müssen die Planeten nach innen migrieren. Sie bleiben nicht auf ihrer Bahn. Des Rätsels Lösung liegt in der Entstehung der Planeten. Planeten sind eigentlich nur ein Nebenprodukt bei der Bildung von Sternen. Sie bilden sich aus den Staub- und Geröllgürteln von Sternen. Ein Großteil unseres Wissens stammt vom Hubble-Weltraumteleskop, das auf Regionen wie den Adlernebel gerichtet ist. Diese interstellare Wolke ist übersät mit kollabierenden Scheiben aus Staub und Gas. Im Zentrum jeder Scheibe wächst ein riesiger Klumpen. Die Temperaturen steigen hier fast auf unglaubliche 1 Million Grad Celsius. Hier läuft die gleiche Kernfusion ab, die auch unserer Sonne ihre Kraft verleiht. Ein Stern wird geboren. Die Strahlung des Sterns erzeugt einen Sternenwind, der das übrig gebliebene Geröll und den Staub hinwegfegt. Doch ein Teil des Staubs bleibt im Orbit um den neugeborenen Stern. Im Verlauf von Millionen von Jahren sammelt sich der Staub und bildet Klumpen, die zu Asteroiden werden. Und diese Asteroiden wiederum wachsen zu Planeten heran. Diese Planeten migrieren durch die Scheibe, bis sie eine stabile Umlaufbahn finden. Genau darum befindet sich Bellerophon so nah an dem Stern, der ihn geschaffen hat. Doch einer der neu entdeckten Planeten hat seine stabile Umlaufbahn dort gefunden, wo kein Stern sein sollte. Das Jahr 2003. Das Hubble-Weltraumteleskop wird auf einen merkwürdigen Stern im Sternbild Pegasus ausgerichtet, gut 150 Lichtjahre von der Erde entfernt. In dieser Region wurde zuvor schon Bellerophon gefunden. Hubble verfolgt einen weiteren Planeten vom Typ Hot Jupiter, den der Astronom Jeff Marcy entdeckt hat. Aber dieser Planet unterscheidet sich von Bellerophon. Vielleicht haben Sie schon vom Planeten HD209458b gehört. Furchtbarer Name. Ein wenig einprägsamer Name für einen furchteinflößenden Ort.
HD209458b trägt den Spitznamen Osiris, nach dem ägyptischen Totengott. Osiris ist über 200 Mal schwerer als die Erde. Und seine Umlaufbahn führt ihn auf weniger als 6,92 Millionen Kilometer an die Sonnenoberfläche heran. Der Osiris wird in diesem planetaren Fegefeuer praktisch gegrillt. Die Oberflächentemperatur liegt bei über 1000 Grad Celsius. Durch diese enorme Hitzeeinwirkung verliert der Planet geschätzte 100.000 bis 500.000 Tonnen Wasserstoff pro Sekunde. Der Planet verliert stetig Wasserstoff und Luft. Die Gase bilden eine Wolke um ihn herum. Die Atmosphäre des Osiris blutet förmlich aus, in den Weltraum hinein. Wissenschaftler vermuten, dass der Planet eine tausende Kilometer lange Spur aus Gaswirbeln hinter sich herzieht. Damit bietet er Wissenschaftlern noch nie dagewesene Möglichkeiten. Mit Hilfe des Hubble-Weltraumteleskops konnten die Astronomen die Atmosphäre dieses fremdartigen Planeten analysieren. Zum allerersten Mal konnten wir sehen, woraus die Atmosphäre eines extrasolaren Planeten besteht. Zur Überraschung der Forscher entdeckt Hubble viele der elementaren Stoffe, die für die Entstehung von Leben notwendig sind: Natrium, Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Doch der Osiris ist viel zu heiß für Leben, wie wir es kennen. Aber es kann andere Lebensformen geben, die hohe Temperaturen benötigen. Auf einem Hot Jupiter gibt es keine feste Oberfläche. Lebewesen können also nur winzige Mikroben sein, die in der Atmosphäre treiben. Das gibt es auch auf der Erde, aber das Leben hier begann im Wasser. Auf einem Hot Jupiter kann es also praktisch kein Leben geben. Seit der Entdeckung des Bellerophon 1995 haben Astronomen noch viele weitere Planeten vom Typ Hot Jupiter gefunden. Doch auf allen sind die Bedingungen ungeeignet für die Entstehung von Leben. Einer dieser Gasriesen jedoch könnte unsere Vorstellungen von Evolution auf den Kopf stellen. Dem Astronomen Jeff Marcy fällt etwas Merkwürdiges auf. Der Planet, den er analysiert, umkreist einen Stern namens 16 Cygnus B, etwa 70 Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Schwan. Die Umlaufbahn des Planeten war eindeutig oval und führte ihn mal nah an den Stern heran und dann wieder von ihm weg. Das widersprach dem, was wir auf Grundlage unseres eigenen Sonnensystems erwartet hatten. Bei uns umkreisen alle Planeten die Sonne in fast kreisrunden Umlaufbahnen, wie bei einer Schallplatte. Dieser Gasriese jedoch scheint in seinem Sonnensystem wie ein Jojo hin und her zu schwingen. Das ist so, als würde sich die Erde jedes Jahr fast 40 Millionen Kilometer näher an die Sonne heranbewegen, um dann am Mars vorbei bis hinaus zum Jupiter zu wandern. Und wie alle Gasriesen in unserem Sonnensystem wird auch dieser Jojo-Planet wahrscheinlich von Monden begleitet. Marcy vermutet, dass einer dieser Monde der Erde ähneln könnte. Und hier wird es interessant. Stellen Sie sich eine felsige Mondlandschaft vor, mit Seen, Meeren, vielleicht Flüssen und Wasserfällen auf der Oberfläche. Der Mond umkreist seinen Planeten, beide zusammen umkreisen den Stern. Im Gegensatz zur luftleeren Atmosphäre unseres Mondes herrschen auf diesem Mond extreme Jahreszeiten. Auf der Erde werden die Jahreszeiten durch den Neigungswinkel unseres Planeten verursacht.
Hier werden sie durch die ovale Umlaufbahn hervorgerufen. Die Planeten, die sich auf dieser langen, ovalen Umlaufbahn bewegen, erleben im Jahresverlauf extreme Klimaveränderungen. Wenn sie sich dem Stern nähern, werden der Jojo-Planet und sein Mond extremer Hitzestrahlung ausgesetzt. Der Sommer beginnt. Heftige Stürme toben in der Atmosphäre des erdähnlichen Mondes. Irdische Hurrikans der Kategorie 5, also der höchsten Stufe, sind nur ein laues Lüftchen im Vergleich zu den gigantischen Strudeln, die sich hier bilden. Wenn dann das Wasser verdunstet, werden die Wolken dichter. Die Temperaturen steigen stark an. Wasser und alle Gase würden sich aufheizen. Die Ozeane würden praktisch verdampfen, wie in einem riesigen Dampfbad. Im Hochsommer herrschen auf dem gesamten Mond brütend heiße 500 Grad. Er ist nun dem Stern am nächsten. Der Sommer macht nur zwei der 26 Monate Umlaufzeit aus, doch es sind zwei heftige Monate. Dann bewegen sich Planet und Mond wieder von der Gluthölle des Sterns weg. Die Temperaturen sinken auf ein durchaus angenehmes, mildes Maß. Der Herbst bricht an und auf dem ausgedörrten Mond setzt der Regen ein. Die ausgetrockneten Meere füllen sich wieder, der Meeresspiegel steigt und bildet neue Küstenlinien. Es ist eine ruhige Zeit, bis auf dem Jojo-Planeten und seinem Mond der Winter hereinbricht. Der Mond ist nun 300 Millionen Kilometer von dem Stern entfernt. Auch am Tag bleibt der Himmel dunkel. Die Temperaturen liegen bei mehreren 100 Grad minus. Die Meere frieren ein und die Polkappen breiten sich über die Oberfläche aus. Eine kilometerdicke Eisschicht hüllt den Mond ein. Der Winter dauert 17 lange Monate. Wenn der Frühling kommt, geht eine riesige Sonne über dem Mond auf. Das Eis bricht und taut, die massiven Eisberge schmelzen ab in die stürmischen Ozeane. Der Meeresspiegel steigt rasch an. Nur in zwei kurzen Zeiträumen, während des Tauwetters im Frühjahr und der Regenzeit im Herbst, ist das Klima auf diesem erdähnlichen Mond mild und angenehm. Wenn Planet und Mond fast 150 Millionen Kilometer vom Stern entfernt sind, ungefähr so weit wie die Erde von der Sonne, kreuzt ihre ovale Umlaufbahn die sogenannte habitable Zone. Hier sind die Bedingungen genau richtig für die Entstehung von Leben. Wenn man dem Stern zu nah kommt, ist es zu heiß. Ist die Entfernung zu groß, ist das Klima zu kalt, alles gefriert. Aber in der Mitte ist es genau richtig. Jeder Planet hat eine solche habitable Zone. Wo diese sich befindet, hängt von Größe und Temperatur des zentralen Sterns ab. In unserem Sonnensystem markieren Venus und Mars die Grenzen dieses Bereichs. Die Erde mit ihrem Überfluss an Leben befindet sich genau in der Mitte. Der Jojo-Planet durchquert die habitable Zone zweimal pro Jahr. Jeweils im Frühling und im Herbst, wenn er sich dem Stern annähert und sich wieder von ihm entfernt, befindet er sich für 3,5 Monate in dieser lebensfreundlichen Zone. Ist es möglich, dass Leben außerhalb der habitablen Zone weiter bestehen kann?
Es könnte Lebensformen geben, die klug genug sind, wie die Tiere auf der Erde zu überwintern. Das mag fantastisch klingen, aber schauen Sie auf die Gezeitenküsten der Erde. In diesen Regionen gedeiht das Leben an der Küste trotz der Gezeiten. Die Flut bedeckt viele der Lebensformen und zieht sich bei Ebbe zurück. Dennoch gelingt es diesen Spezies zu überleben. Die ungewöhnliche ovale Form der Umlaufbahn des Jojo-Planeten sorgt für vorübergehend lebensfreundliche Bedingungen, aber auch für lebensfeindliche Zeiten. Manche der uns fremden Planeten sind noch bizarrer. Im Jahr 2003 konnten Astronomen belegen, dass im Sternbild Skorpion ein Relikt aus uralten Zeiten existiert. Die meisten Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt wurden, befinden sich in der Hauptscheibe unserer Galaxis. Diese Welt jedoch befindet sich weit über der Ebene der Milchstraße, in einem Kugelsternhaufen von gut 10.000 Sternen vom Anfang unserer Galaxis. Dieser Planet heißt PSR B1620-26c und trägt den Spitznamen Methusalem, nach der biblischen Figur, die ein sagenhaftes Alter erreicht haben soll. Der Grund für den Spitznamen Methusalem liegt darin, dass der Sternenhaufen etwa 12,7 Milliarden Jahre alt ist. Im Vergleich dazu hat die Erde ein geradezu jugendliches Alter. Etwa 8 Milliarden Jahre vor Entstehung der Erde ist Methusalem noch ein junger Gasriese, vielleicht von Stürmen umtost und von Monden begleitet. Äonen vergehen, die Stürme lassen nach und Methusalem verwandelt sich in eine ruhige, friedliche Welt. Doch zwei Sterne tauchen am Himmel von Methusalem immer wieder auf. Es sind Sterne am Ende ihrer Lebenszyklen. Nun haben sie kaum noch Leuchtkraft und ihre Energie ist fast aufgebraucht. In dem Gedränge eines Sternenhaufens kommt es häufig zu stellaren Zusammenstößen. Es kann passieren, dass ein Stern aus dem System gestoßen wird und ein anderer seinen Platz einnimmt. Es ist ein kosmischer Tanz mit der Schwerkraft. Alle Objekte kreisen um einen gravitativen Mittelpunkt. Methusalem ist ein Planet mit zwei Sonnen, wenn auch schwachen Sonnen. Jeder Tag hat zwei Sonnenauf- und zwei Sonnenuntergänge. Jede Wolke, jeder Berg wirft zwei Schatten. Mit der Zeit beginnt der Mutterstern sich aufzublähen, ein sicheres Zeichen, dass er bald sterben wird. Er schwillt an und wird zu einem roten Riesen. Er verliert Masse an den Neutronenstern und wird von ihm eingefangen. Heute ist Methusalem zwischen den Endstadien zweier Sterne gefangen, einem weißen Zwerg und dem pulsierenden Neutronenstern. Methusalem hat überlebt. Doch so bemerkenswert seine Geschichte auch ist, sie ist nichts im Vergleich zu der Anomalie eines Pulsars im Sternbild Jungfrau, gut 980 Lichtjahre von der Erde entfernt. Aus der Ferne sieht ein Pulsar wie ein Blinklicht aus. Doch wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass Pulsare ihre Umgebung mit tödlicher Strahlung befeuern. Hier ist kein Platz für Planeten. Doch etwas stört die Präzisionsbewegung dieses Pulsars. Eine mögliche Erklärung dafür: ein Planet. Doch viele Astronomen sind skeptisch, dass Planeten um einen Pulsar kreisen können.
Es ist darum ein Problem, weil Pulsare in einer unglaublichen Explosion entstehen. Wenn ein roter Riese explodiert, entsteht eine Supernova. Ein gigantischer Feuerball, der in einer Minute so viel Energie ins All schleudert, wie unsere Sonne während ihres gesamten Lebens. Bei der enormen Druckwelle einer Supernova ist es kaum vorstellbar, dass ein Planet überlebt. Wenn sich der kosmische Staub legt, bleiben nur die Überreste des Kerns des roten Riesens zurück, der im Zentrum eines Trümmerfeldes pulsiert. Materie wurde durch die gigantische Explosion ins All geschleudert. Nun sammelt sie sich und bildet eine Scheibe um den Pulsar. In diesem Chaos entsteht eine neue Welt, geboren aus Feuer und Vernichtung in den Trümmern der ehemaligen Außenschichten des Roten Riesen. Die Entdeckung von Planeten in der Nähe von Pulsaren zeigt, wie aus der Zerstörung eines Sterns neue Welten entstehen können. Egal, wo sich ein Planet bildet, seine Geburt ist nie ungefährlich. Und manchmal endet eine Welt noch bevor sie entsteht. Im Jahr 2007 machen Astronomen mit dem Teleskop Gemini Nord eine eigenartige Entdeckung in den Plejaden, einem Sternenhaufen etwa 400 Lichtjahre von der Erde entfernt. Der Stern mit der Katalognummer HD23514 ist von einer riesigen, krapfenförmigen Wolke aus Staub und Gas umgeben. Der Stern in der Mitte der Wolke ist etwa 100 bis 400 Millionen Jahre alt, im astronomischen Vergleich also ein kosmisches Kleinkind. Unsere Sonne ist 45 Mal älter. Hier herrschen perfekte Bedingungen für die Entstehung von Planeten. Doch eine Spektralanalyse zeigt seltsame Ergebnisse. Der Stern ist von einer sehr dichten Staubschicht umgeben. Üblicherweise ist ein neugeborener Stern jedoch stattdessen von entstehenden Planeten umgeben. In der protoplanetaren Scheibe aus Gas und Staub um den jungen Stern bilden sich Planeten. Dann beginnen sie, um den Stern zu kreisen, auch wenn ihre Umlaufbahn sie viel zu nah an einen anderen Planeten bringt. Vor Millionen von Jahren treiben zwei Planeten auf ihren Umlaufbahnen um HD23514 aufeinander zu. Als sie sich zu nahe kommen, verformen Gezeitenkräfte die beiden Planeten von Kugeln zu eiförmigen Gebilden. Die beiden Welten werden ausgelöscht. Zurück bleibt nur ein Staubfeld um den Stern HD23514. Vor 4 Milliarden Jahren drohte der Erde ein ähnliches Schicksal. Ein Planet von der Größe des Mars entsteht auf etwa derselben Umlaufbahn wie die neugeborene Erde. Wie bei den Planeten von HD23514 bewegen sich auch die Erde und dieser marsgroße Körper unaufhaltsam aufeinander zu. Hätte man das Pech gehabt, zu diesem Zeitpunkt auf der Erde zu sein, wäre man möglicherweise eines Morgens aufgewacht und hätte bemerkt, dass der Himmel sich verdunkelt, weil ein marsgroßer Körper sich in weniger als einer Stunde der Erde näherte. Die Erschütterung des Zusammenpralls ist auf dem ganzen Planeten zu spüren. Der fremde Planet zerfurcht die Erdoberfläche und sprengt eine Hälfte unseres Planeten weg. Geschmolzenes Gestein spritzt ins Weltall.
Unser Planet ist von Meteoreinschlägen und giftigem Dampf überzogen. Im Vergleich dazu ist die Hölle ein Südseeurlaub. Das Trümmerfeld der Kollision ballt sich zusammen und bildet unseren Mond. Es ist ein neuer Anfang für unseren Planeten. Zusammenstöße sind Teil des Geburtsvorgangs für Planetensysteme. Für einen erdähnlichen Planeten müssen wahrscheinlich viele Felsbrocken zusammenstoßen. Überall in der Galaxis entstehen durch kollidierende Felsbrocken erdähnliche Welten, die unsere Vorstellungen weit übersteigen. Da draußen gibt es einen neuen Planeten, von dem wir bisher nichts wussten. Und nicht irgendein Planet, sondern eine neue Art. Ähnlich wie die Erde und doch anders. Ich nenne sie gern Supererden. Sie sind wie die Erde, aber größer und gut 10-mal schwerer. Es gibt eine Gruppe Supererden, die wie unsere Erde Kontinente und Ozeane haben, wobei manche auch trocken sein können wie der Mars. Und dann gibt es noch eine Gruppe sogenannter Wasserwelten oder Ozeanplaneten, die vollständig von Wasser bedeckt sind. Willkommen auf Gliese 581C. Er wurde von Michel Mayor gefunden und kreist mit zwei anderen Planeten um einen sehr kleinen Stern. Er ist nur 20 Lichtjahre entfernt im Sternbild Waage und ist einer der kleinsten erdähnlichen Planeten, die jenseits unseres Sonnensystems gefunden wurden. Das heißt aber nicht, dass Gliese 581c klein wäre. Der Planet ist immer noch eine Supererde und 5-mal schwerer als unser Heimatplanet. Aber was die Forscher begeistert, hier kann es flüssiges Wasser geben. Das Wetter ist jeden Tag perfekt. Blauer Himmel, die Sonne immer am selben Ort. Gut für den Wetterbericht. Nirgendwo ist Land, nicht einmal Kilometer unterhalb der Oberfläche. Die Wassertiefe beträgt mindestens ein Viertel des Planetenradius. Doch mit der Tiefe nimmt auch der Druck zu. 11.000 Meter unter der Wasseroberfläche. Tiefer ist kein Meer auf unserer Erde. 30.500 Meter. Der Druck ist so hoch, dass das Wasser überraschende neue Formen annimmt. Und erst viel weiter unten kommt der Meeresboden, 10-mal tiefer als der tiefste Punkt der Erde. Bei großen Wassermengen entsteht auf dem Meeresboden ein Druck, höher als bei einer Million physikalischer Atmosphären. Dieser enorme Druck komprimiert das flüssige Wasser des Meeres in einen Zustand, den wir Eis 7 nennen. Das ist nicht wie Eis im Gefrierfach. Die Wassermoleküle von Eis im Gefrierfach sind eher ungeordnet. Wenn sich Eis aber unter sehr hohem Druck bildet, dann können sich die Moleküle ausrichten, sich ordnen. Dieser Kristall hier gibt eine gute Analogie zu Eis 7. Das ist Halit, auch bekannt als Steinsalz. Möglicherweise kommt Eis 7 auch in unserem Sonnensystem vor. Der Jupitermond Europa könnte einen Mantel aus flüssigem Wasser haben, umgeben von einer dicken Eiskruste. Der Druck der Kruste ist so hoch,
dass in größeren Tiefen dieser unerforschten Meere Eis 7 existieren könnte. Wenn man Europa auftauen und vergrößern würde, könnte der Mond eine Wasserwelt wie Gliese 581c sein. Man kann sich vorstellen, dass auf einer Wasserwelt Leben entsteht. Schließlich ist Wasser unabdingbar für das Leben auf der Erde. Wo auf der Erde Wasser ist, da ist auch Leben. Es gibt auf unserer Welt keinen Tropfen steriles Wasser, wenn man es nicht in die Mikrowelle stellt. Auf der Wasserwelt könnte es Bakterien oder andere Lebensformen geben. Aber nicht alle Supererden sind Wasserwelten. Bei den Supererden gibt es zwei größere Gattungen. Hauptsächlich Fels mit etwas Wasser und hauptsächlich Wasser mit endlosen Ozeanen. Aber man muss noch eine dritte, wahrscheinlich sehr seltene Gattung von erdähnlichen Planeten und Supererden hinzufügen, Kohlenstoffplaneten. Ein Kohlenstoffplanet unterscheidet sich von allem, was wir bisher gesehen haben. Seine Chemie ist uns fremd, doch er verfügt über sehr irdische Bodenschätze. In der ganzen Galaxis gibt es unwirtliche Planeten. Doch die Forscher suchen nach einer neuen Art von Planeten, einer ganzen Welt voller Bodenschätze. In unserem Sonnensystem gibt es immer mehr Sauerstoff als Kohlenstoff. Wenn es aber irgendwo mehr Kohlenstoff als Sauerstoff gäbe, würden Planeten ganz anders entstehen. Spektralanalysen haben ergeben, dass Kohlenstoff näher am Mittelpunkt unserer Galaxis, etwa 26.000 Lichtjahre entfernt, viel häufiger vorkommt. Planeten, die hier entstehen, könnten reich an Kohlenstoff sein. Der Himmel über einem Kohlenstoffplaneten wäre alles andere als klar und blau. Ich stelle mir eher einen gelben Dunst vor mit schwarzen Rußwolken. Weiter unten in der Atmosphäre könnte es Seen aus Verbindungen wie Methan oder Benzin geben, blubbernde, stinkende Löcher voller schwarzer Flüssigkeit, wie Ölquellen. Die Atmosphäre enthält wenig oder kein Wasser. Die Luft besteht aus Kohlenstoffverbindungen. Methan, Butan, Pentan, Benzol, all die verschiedenen Kohlenstoffverbindungen, die bei der Raffinierung von Benzin entstehen. An einem Tag könnte es Benzol regnen und am nächsten vielleicht Butan. So fremdartig uns Kohlenstoffplaneten auch vorkommen mögen, die Luftqualität könnte einigen von uns bekannt vorkommen. Die Luft auf einem benzolreichen Planeten könnte der über Los Angeles ähneln. Leider sind wir ja durch Autoabgase an viel Smog gewöhnt. Trotz der Verschmutzung könnte die Oberfläche von Kohlenstoffplaneten glitzern. You might see diamond. Vielleicht sieht man Diamanten, weil der Planet größere Mengen von dem reinen Kohlenstoff besitzen könnte, aus dem er entstanden ist. Überall in der Galaxis warten die Geheimnisse solcher exotischen Planeten nur darauf, erforscht zu werden. Doch die Astronomen werden nicht ruhen, bevor sie das größte Wunder von allem gefunden haben: einen Planeten wie unseren. Einen Planeten, auf dem Leben möglich ist. Eine neue Erde. Ich werde oft gefragt, ob wir einen Planeten wie die Erde finden werden. Meine Antwort ist, auf jeden Fall. Vermutlich hat jeder Stern Planeten von ungefähr der gleichen Größe wie unsere Erde. Wir glauben, dass im Grunde jeder Stern mehrere Planeten von der Masse der Erde oder einer Supererde hat. Geschätzte 400 Milliarden Erden.
400 Milliarden Erden. Das Kepler-Weltraumteleskop ist das erste Instrument, mit dem solche Planeten aufgespürt werden können. Kepler beobachtet das Sternbild Schwan, 100.000 Sterne, und macht ein Foto nach dem anderen. Das Ziel von Kepler ist einfach, unter den 100.000 Sternen die zu finden, die kurz dunkler werden. Wenn ein Stern kurz an Leuchtkraft verliert, heißt das, dass ein Planet vor ihm vorbeizieht und einen Teil des Lichtes verdeckt. Wie lange der Stern weniger stark leuchtet und wie viel Licht verdeckt wird, gibt den Forschern Auskunft über die Größe des Planeten und seinen Abstand zum Stern. Man kann das ganz gut vergleichen mit einem Suchscheinwerfer, vor dem eine Motte vorbeifliegt. Wenn der Planet vor dem Stern vorbeizieht, wirft er also einen winzigen Schatten. Diese Technik ist sehr effizient, denn mit ihr kann man Planeten aufspüren, die noch kleiner sind als die Erde und Sterne von der Größe unserer Sonne umkreisen. Diese Methode hat die Wissenschaft verändert. Wir hoffen, in den nächsten Jahren einen bewohnbaren Planeten zu finden. Wissenschaftler schätzen, dass das Kepler-Projekt mindestens 50 neue Erden finden wird. Eine der größten Fragen bei der Suche nach Leben im Weltall ist folgende: Was, wenn wir Leben nicht erkennen, selbst wenn wir es entdecken? Durch die Bedingungen auf fremden Erden könnte sich das Leben völlig anders entwickelt haben. Ich hoffe, dass wir ein Zeichen sehen werden, bei dem sich uns die Nackenhaare aufstellen. Wie auch immer dieses Zeichen aussehen mag, es wird das größte Abenteuer der Wissenschaft einläuten, das es je gegeben hat.